Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind Eliza von InMed Personal und Nina von Ärztesprech. Wir haben für heute einen neuen Fall vorbereitet und Ihnen diesmal dafür einen Arztbrief als Musterlösung geschrieben. Die Musterlösung des Arztbriefes finden Sie auf www.ärztesprech.de, dort unter den Blogbeiträgen. Also schreiben Sie wieder fleißig mit und verfassen Sie im Anschluss an dieses Video Ihren Arztbrief. Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß beim Zuhören und viel Erfolg beim Mitschreiben. Schönen guten Tag, mein Name ist Nina Colette und ich bin als Assistenzärztin hier auf der Station tätig und ich würde gerne das Aufnahmegespräch mit Ihnen durchführen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, sehr gerne. Wunderbar. Kurz zum Ablauf. Ich werde Ihnen jetzt erstmal ein paar persönliche Fragen stellen und dann direkt zu Ihren aktuellen Beschwerden übergehen. Wenn Sie etwas nicht verstehen oder Fragen haben, würde ich Sie bitten, mir ein kurzes Zeichen zu geben. Dann machen wir eben eine Pause, ja? Das mache ich. Wunderbar. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Svenja Winkler. Svenja mit V und J. Ja. Und Winkler mit K. Und Winkler mit K, alles klar. Winkler, oder? Genau. Frau Winkler, wie alt sind Sie und wann sind Sie geboren? Ich bin 29 Jahre alt. Und ich bin am 1. April 1991 geboren. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, Frau Winkler. Danke. Wie groß sind Sie denn? 1,69. Und wie viel wiegen Sie zurzeit? Ich glaube, irgendwas zwischen 52 und 53. Okay. Gut. Wer ist denn Ihr Hausarzt oder Ihre Hausärztin? Die Frau Müller, Frau Dr. Müller. Frau Dr. Müller. Wo sitzt die Frau Dr. Müller? In der Innenstadt. In der Innenstadt, wunderbar. Sehr gut. Frau Winkler, was führt Sie denn zu uns? Ja, mir geht's gar nicht gut seit ungefähr einer Woche schon. Ich dachte zuerst, es wäre nur eine Erkältung, denn ich hatte vor einem Monat ungefähr eine Erkältung und ich glaube, ich habe es verschleppt, weil ich danach arbeiten gegangen bin, ohne mich richtig auszukurieren, ja. Und auch ins Fitnessstudio gegangen bin und so. Und es hat jetzt angefangen damit, dass ich einfach mich sehr müde gefühlt habe an einem einen Tag, danach auch Halsschmerzen hatte und zwei Tage später habe ich angefangen auch zu husten. Und der Husten wurde immer stärker. Jetzt ist es wirklich kaum noch zu ertragen. Seit zwei Tagen habe ich auch Fieber und ziemlich hoch auch seit gestern. Und ich krieg's auch irgendwie nicht runter, deswegen habe ich mir schon Sorgen gemacht mittlerweile. Okay, haben Sie das Fieber gemessen? Können Sie mir sagen, wie hoch es beim letzten Mal war, als Sie es gemessen haben und wann Sie es zuletzt gemessen haben? Ja, ich habe es das letzte Mal heute Morgen gemessen. Das war 38,8. Gestern Abend war es 39,1. Okay. Und der Tag davor auch, es hat angefangen mit 37,7, wurde dann immer höher, 38,5. Und ich habe ein paar Mal schon Paracetamol genommen, um das Fieber etwas zu senken. Damit haben Sie direkt an dem Tag angefangen, als das mit dem Fieber anfing oder später? Ja, direkt. Beziehungsweise zuerst war es 37,5, dann dachte ich, okay, das geht, das warte ich mal ab. Und dann habe ich nochmal gemessen, als es 38,5 war, dann habe ich ein Paracetamol genommen.
Okay. Haben Sie sonst noch Medikamente gegen die aktuellen Beschwerden eingenommen? Ich habe Gelomethol genommen. Mhm. Seit 3 Tagen nehme ich das, 3-mal täglich. Ja. Und ansonsten Salbeitabletten für die Halsschmerzen. Für die Halsschmerzen. Mhm. Okay. Sie haben ja eben gesagt, dass Sie jetzt seit einer Woche die Beschwerden haben. Können Sie mir ein bisschen mehr darüber erzählen? Ja, über die Beschwerden an sich, meinen Sie? Genau, ich glaube, Sie hatten eben von Husten gesprochen, oder? Genau, das ist es vor allem auch. Und die Abgeschlagenheit. Also ich liege wirklich die ganze Zeit auch im Bett seit 3-4 Tagen. Mhm. Aber der Husten, der wird immer stärker. Mhm. Und ich kann auch nachts kaum mehr schlafen, weil der abends und nachts immer stärker, noch stärker ist als tagsüber. Ja. Und seit 3 Tagen habe ich kaum noch geschlafen. Mhm. Was ist das denn für ein Husten? Ist das ein trockener Husten oder eher ein Husten, wo Schleim hochkommt? Es kommt schon Schleim hoch. Mhm. Okay. Immer mehr mit den Tagen. Also zuerst war es ganz wenig, aber dann wurde es immer mehr. Mhm. Ich komme gleich nochmal auf den Schleim zu sprechen. Ich würde gerne noch ein paar Fragen zum Husten stellen, ja? Ja, gerne. Der Husten hat jetzt vor einer Woche begonnen, haben Sie gesagt. War das so ein langsamer Anfang mit dem Husten oder ging es plötzlich los und der war auch direkt da? Also direkt sehr präsent, oder? Nee, es war eher ein langsamer Verlauf, beziehungsweise also es hat zuerst hier oben wie aus dem Hals angefangen. Mhm. Und danach ging es, hatte ich das Gefühl, immer wieder runter, also kam immer von weiter unten. Okay. Tritt das Husten vermehrt auf, wenn Sie irgendwie sich bewegen, wenn Belastung im Spiel ist oder auch wenn Sie sich ausruhen? Eigentlich beides. Also ich muss die ganze Zeit husten, selbst wenn ich ruhig im Bett liege, muss ich manchmal auch richtig aufstehen, um zu husten, weil der Hustenreiz so stark ist. Vor allem, wie gesagt, in den letzten 2-3 Tagen ist es ganz schlimm geworden. Sind das dann eher so Hustenattacken, dass Sie auf einmal aus dem Nichts anfangen, total loszuhusten? Oder ist das so ein konstantes, starkes, dauerhaftes Husten? Also konstant, stark, dauerhaft ist es nicht wirklich. Ich muss die ganze Zeit ein bisschen, also der Hustenreiz ist die ganze Zeit da. Aber dann kommen schon immer wieder richtige Hustenattacken und da habe ich das Gefühl auch, dass ich richtig Atemnot habe. Ja. Ich wirklich vor allem, wenn ich versuche, tief einzuatmen, wirklich Atembeschwerden habe auch. Mhm. Ist das denn jetzt auch erst seit ein paar Tagen oder von Anfang an? Das hat sich vermehrt. Mit den Tagen wurde es immer stärker auch. Also diese Atemnot war die ersten 2 Tage nicht da und ich hatte nicht so starke Hustenattacken und das kam jetzt mit der Zeit. Okay. Frau Winkler, ich muss noch mal kurz fragen, hatten Sie gerade gesagt, dass Sie die Atemnot beim Ein- oder beim Ausatmen haben? Beim Einatmen. Beim Einatmen, okay. Und das ist dann mehr so episodisch, ja? Das heißt, das ist immer nur auf einen bestimmten Zeitraum beschränkt oder die ganze Zeit? Es kommt immer wieder. Also ich habe jetzt nicht darauf geachtet, dass es zu einer bestimmten Uhrzeit oder so stärker wird, beziehungsweise, wie gesagt, abends und nachts habe ich schon das Gefühl, dass es deutlich stärker ist, aber es kommt immer wieder auch tagsüber. Okay, und Sie sagen, die Auslöser sind dann auch die Hustenattacken? Ja. Okay, wunderbar. Frau Winkler, dann würde ich Ihnen gerne noch ein paar Fragen zu dem Auswurf stellen. Mhm. Welche Farbe hat der Auswurf? Gelb, orange, also eher gelb. Ja, gelb. Manchmal auch
ziemlich dunkel. Okay. Haben Sie das Gefühl, dass da Blut drin ist? Nein, es ist kein Blut dabei. Und was ist das für eine Konsistenz? Ist das eher schleimiger Natur oder sind das Bröckchen, die Sie aushusten? Ja, so eine Mischung. Also es ist schon schleimig, aber schon auch richtige Bröckchen dabei. Okay, wunderbar. Gut. Sie hatten auch gesagt, Sie haben Schmerzen. Haben Sie nur Schmerzen im Hals oder auch im Brustbereich? Auch im Brustbereich. Vor allem beim Husten wird der Schmerz richtig stark. Was ist das für ein Schmerz im Hals erstmal? Ist es ein stechender oder so ein kratzender Schmerz oder eher ein brennender Schmerz? Also im Hals ist es eher kratzend. Ja, und in der Brust, im Brustbereich? Im Brustbereich eher stechend, habe ich das Gefühl. Stechender Schmerz, okay. Aber der ist auch nicht die ganze Zeit da, sondern nur bei den Hustenattacken. Okay. Und wenn Sie jetzt so ein- und ausatmen, etwas stärker, tritt dann auch nochmal Schmerz auf? Ja, ich merke es schon. Also wenn ich tief einatme, merke ich das schon, dass es weh tut. Okay, gut. Dann habe ich das. Fällt Ihnen sonst noch etwas ein zu dem Husten oder Auswurf oder auch zu den Schmerzen, was ich wissen sollte? Nee, im Moment fällt mir nichts mehr ein. Okay, Sie haben ja eben von einer Atemnot gesprochen. Haben Sie die auch nachts? Manchmal schon, ja. Also ich muss ja die ganze Nacht lang immer wieder husten und dann habe ich das auch. Ist es zurzeit so, dass Sie deswegen mehrere Kissen brauchen beim Schlafen oder können Sie flach im Bett liegen? Ich kann schon flach im Bett liegen, mehrere Kissen, auf die Idee bin ich ehrlich gesagt auch gar nicht gekommen, aber ich muss immer wieder aufstehen im Bett, weil ich einfach im Liegen nicht so husten kann und deswegen muss ich immer wieder aufstehen. Okay. Haben Sie derzeit Schmerzen beim Schlucken? Ein bisschen, ja. Also leicht. Aber die sind eher oben im Hals, nicht in der Brust. Okay, alles klar. Haben Sie sonst noch irgendwelche Symptome, wie zum Beispiel Gelenkschmerzen, Gliederschmerzen? Sie hatten ja schon gesagt, dass Sie abgeschlagen sind zurzeit. Abgeschlagenheit und Gliederschmerzen habe ich auch, ja. Vor allem seitdem ich Fieber habe, habe ich auch richtig Gliederschmerzen. Frau Winkler, haben Sie zurzeit oder ist Ihnen aufgefallen, dass Sie zurzeit Wadenschmerzen haben? Wadenschmerzen? Ja. Nein. Sehr gut. Okay, gut. Sonst fällt Ihnen nichts mehr ein bezüglich der aktuellen Beschwerden zum Husten, zum Auswurf? Nein, ich glaube, wir haben alles besprochen. Okay, wunderbar. Dann habe ich noch ein paar andere Fragen, die ich Ihnen stellen muss. Und zwar, gibt es Vorerkrankungen, von denen ich wissen wollte, wie zum Beispiel eine Überfunktion der Schilddrüse oder eine Herzerkrankung oder Ähnliches? Nein, Schilddrüsenüberfunktion hat meine Schwester zwar, aber ich zum Glück nicht. Okay. Ansonsten hatte ich mal vor einigen Jahren, als ich 23 war, eine Eierstockzyste. Und das war's. Sonst keine Vorerkrankungen. Die wurde behandelt? Die Zyste? Die wurde medikamentös entfernt, ja. Okay, wunderbar. Wann war das mit der Zyste? Ich war 23, also vor 6 Jahren. Wunderbar. Sie hatten ja eben schon gesagt, dass Sie derzeit ein paar Medikamente gegen die aktuellen Beschwerden einnehmen. Gibt es sonst Medikamente, die Sie regelmäßig oder bei Bedarf nehmen, wenn Sie nicht solche Beschwerden haben? Nein, ich nehme Vitamine, ab und zu mal Magnesium, wenn ich Sport mache.
Und ansonsten, ja, wenn ich mal Kopfschmerzen habe, dann nehme ich ein Aspirin C oder nach dem Feiern. Nehmen Sie die Pille, Frau Winkler? Ich nehme die Pille, ja. Wie sieht es aus mit Ihrer Periode? Bekommen Sie die regelmäßig? Haben Sie Probleme damit? Nicht ganz regelmäßig. Also nicht so, dass ich mir Sorgen mache, aber schon etwas unregelmäßig. Es kommt manchmal schon vor, dass ich einmal meine Periode nicht bekomme oder manchmal ist mein Zyklus 39 Tage lang, manchmal ist er nur 30 Tage lang. Also, ja. Okay. Besteht denn derzeit die Möglichkeit, dass Sie schwanger sind? Nein. Sehr gut. Sie hatten ja von Fieber gesprochen, Schüttelfrost und auch einer Schlaflosigkeit seit 3 Tagen. Wie sieht es denn mit Ihrem Appetit aus? Haben Sie zurzeit Appetit? Können Sie essen? Ich achte schon darauf, dass ich ein bisschen was esse, aber ich habe weniger Appetit in den letzten Tagen. Haben Sie seitdem Gewicht verloren? Ich habe mich nicht mehr gewogen seit letzter Woche. Also. Okay. Wie sieht es denn aus mit Ihrem Stuhlverhalten? Haben Sie Probleme mit dem Stuhlgang oder beim Wasserlassen? Nein, also nichts Außergewöhnliches. Ich habe jetzt grundsätzlich oft Verstopfung und habe da ein bisschen Probleme mit der Verdauung, aber nichts, was mir jetzt in den letzten Tagen aufgefallen ist, was nicht normal ist. Wenn Sie schlafen, ist Ihnen da schon mal aufgefallen, dass Sie nachts vermehrt schwitzen? Nein. Nein, sehr gut. Frau Winkler, haben Sie Medikamenten oder Lebensmittelunverträglichkeiten oder Allergien? Ich habe keine Allergien, nein. Beziehungsweise, nein, ich habe es. Oh, gut, dass mir das noch einfällt. Ich habe es schon lange nicht mehr genommen, aber ich hatte eine Penicillinallergie. Okay, ja. Als Teenager wurde das festgestellt. Aber seitdem musste ich noch gar nicht Penicillin nehmen, deswegen habe ich ja auch gar nicht dran gedacht jetzt. Okay, sehr gut. Wie äußert sich die oder wie hat sich die Allergie damals geäußert? Wissen Sie das noch? Ja, ich hatte so Rötungen auf der Haut und so leichte wie Bläschen. Kennen Sie das, wie wenn man irgendwie mit Brennnessel zu tun hat, Brennnessel anfasst? So ähnlich war das. Okay. Wie sieht es denn bei Ihnen im Umfeld derzeit aus? Haben Sie Stress beruflich oder auch privat? Gibt es irgendetwas, was Sie mental belastet? Oh, nee, eigentlich nicht. Ich habe den ganz normalen Klausurenstress. Aber ansonsten ist alles gut. Klausurenstress, das heißt, Sie studieren? Ich studiere, ja. Im 6. Semester. Und was studieren Sie? Philosophie und Geschichte. Oh, schön. Ja, das habe ich noch nachgeschoben. Ich habe zuerst eine Ausbildung gemacht nach dem Abi und danach habe ich mich doch noch fürs Studium entschieden. Sehr, sehr schön. Frau Winkler, rauchen Sie? Ja, in den letzten Tagen nicht, aber ja. Ja, grundsätzlich schon. Rauchen Sie? 5, 6 bis maximal 10 Zigaretten am Tag. Okay. Haben Sie auch sonst viel Kontakt zu Rauchern in Ihrem näheren Umfeld? Ja, meine Mitbewohnerin raucht auch. Und wir rauchen auch in unserem Wohnzimmer. Okay. Also schon. Trinken Sie auch Alkohol, Frau Winkler? Ich trinke Alkohol, ja. Nicht viel, aber am Wochenende, beim Feiern,
Manchmal abends unter der Woche ein Bierchen. Und was trinken Sie am Wochenende? Auch Bierchen oder eher auch mal was Stärkeres? Manchmal auch was Stärkeres, so also ein Cocktail oder ein Long Drink. Okay. Frau Winkler, nehmen Sie sonstige Drogen ein? Zählender Nasentropfen dazu. Ich Nein. mache natürlich Spaß. Nein, es ist manchmal so, dass ich das Gefühl habe, wenn ich Nasentropfen nehme, dass ich wirklich süchtig danach werde und nicht aufhören kann. Das Deswegen, aber sonst. heißt, Sie nehmen auch Nasenspray zurzeit oder Nasentropfen? Zurzeit nicht, aber als ich vor einem Monat die Erkältung hatte, da hatte ich auch Schnupfen und ich habe auch Nasenspray genommen. Okay. Wie sieht es denn aus in Ihrer Familie, Frau Winkler? Sind Ihre Eltern gesund? Haben Sie Geschwister? Ja, ich habe ja eine Schwester. Stimmt, Entschuldigung, das hatten Sie eben gesagt. Und die hat eine Schilddrüsenüberfunktion, richtig? Genau, ja. Okay. Und meine Mutter ist zum Glück mittlerweile gesund, sie hatte aber Gebärmutterkrebs. Okay. Da war ich 17. Aber das war glücklicherweise gutartig und sie wurde operiert und es ist jetzt alles gut. Wunderbar, das. Und ja. Und meinen Vater, meinen leiblichen Vater kenne ich nicht, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Okay, das tut mir leid. Ja, also, naja, ist ja kein Thema mehr für mich. Er ist irgendwann abgehauen, ich habe ihn nie kennengelernt. Aber ich habe ja meinen Adoptivvater und er ist mein eigentlicher Vater für mich. Sehr schön, das freut mich. Ja, aber daher kann ich da zu der Familienseite leider gar nichts sagen. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Vorerkrankungen gab. Kein Problem. Dann weiß ich da schon mal Bescheid. Das werde ich gerne so mit vermerken. Frau Winkler, ein paar Fragen noch. Sie hatten ja jetzt gesagt, Sie sind Studentin. Sie wohnen scheinbar in einer Wohngemeinschaft, richtig? Richtig, ja, mit meiner Mitbewohnerin. Haben Sie Haustiere? Fische. Fische. Gut, alles klar. Waren Sie in der letzten Zeit im Ausland? Nein, schon lange nicht mehr, seit also 1,5 Jahren nicht mehr. Okay, sehr gut. Eine Frage noch, Frau Winkler. Sind Sie geimpft? Ich bin geimpft, ich wurde als Kind geimpft, aber ich habe mich. Wie bitte? Seitdem nicht mehr? Nee, ich habe mich gar nicht drum gekümmert in den letzten Jahren, muss ich zugeben. Okay, gut. Dann würde ich Sie bitten, mir mal Ihren Impfpass mitzubringen. Dann Okay. können wir das mal anschauen und gegebenenfalls da mal mit Ihrem Hausarzt ein paar Termine machen, ja? Brauchen Sie denn jetzt sofort? Soll ich meine Mitbewohnerin anrufen, dass sie den mitbringt, oder? Das können wir später machen. Das wäre super, ja. Okay. Gut, Frau Winkler, ich habe erstmal alle Informationen, die Sie genannt haben, notiert. Das ist auch soweit alles, was ich brauche. Ich werde jetzt einmal nicht alles wiederholen, weil das schon sehr viel war. Und ich würde gerne so schnell wie möglich mit Ihnen mit den Untersuchungen anfangen. Das, was Sie mir genannt haben, macht einen Verdacht auf eine Lungenentzündung. Dafür muss ich aber, wie gesagt, erstmal Untersuchungen durchführen. Das heißt, ich würde Sie im nächsten Schritt gerne körperlich untersuchen, mal die Lunge abhören, ein bisschen auch den Bauch abtasten und ähnliches. Und dann würde ich Ihnen gerne Entschuldigung, Blut abnehmen. Ich würde eine Röntgenaufnahme in zwei Ebenen von Ihrem Oberkörper machen und außerdem würde ich gerne ein EKG mit Ihnen durchführen. Und Okay. sobald wir alle Ergebnisse haben, alle Befunde haben, würde ich gerne nochmal mit dem Oberarzt Rücksprache halten und dann kann ich Ihnen sagen, was Sie genau haben. Haben Sie aktuell Fragen an mich? Okay. Nein, keine Fragen. Ich bin Keine weiteren gespannt, was es ist.
Ich drücke Ihnen die Daumen, dass es nichts, nicht allzu schlimm ist, aber Sie haben schon mal alles richtig gemacht. Sie sind zu uns ins Krankenhaus gekommen und sind hier natürlich in besten Händen. Von daher schauen wir mal, was die Befunde uns mitteilen und dann fangen wir mit einer Behandlung an, ja? Alles klar, ich danke Ihnen. Sehr, sehr gerne. Bis gleich. Bis gleich.